Biomutant, ein Spiel, auf was ich mich schon lange Zeit gefreut habe. Ich habe schon auf der Gamescom vor 3 Jährchen, müsste es inzwischen schon sein, das erste Mal anspielen dürfen. Und damals hat es mir ziemlich gut gefallen. Und ich hoffe auch, dieser Ersteindruck tut sich nun in das fertige Spiel übertragen. Liebe Leute, ich bin es, euer MCMafex, und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Let's Play. Das wird Let's Play Biomutant. Ein Spiel von einem schwedischen Entwickler. Von einem schwedischen Entwickler. Und es ist auch ihr erstes Spiel, gegründet aus ursprünglichen Avalanche-Studio-Mitarbeitern. Die könnte man für die Just Cause-Serie kennen. Und ein Spiel, was ziemlich lange im Endeffekt in der Entwicklung war. Ich glaube, seit 2015, 2016 ist es schon in der Entwicklung. Hat jetzt knapp 5, 6 Jahre gedauert, bis es nun endlich fertig war. Ein Rollenspiel mit einem interessanten Konzept, das hört sich doch wieder perfekt für uns an. Deswegen würde ich mal sagen, ohne viel zu schwafeln, starten wir hier nun mit Let's Play Biomutant. Das ist eine schöne Welt. Eine sehr schöne Welt. Giganten mit explodierenden Minibomben. Irgendwelche seltsamen Spinnen. Das ist die Welt, in der ich leben will. Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land. Aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Willkommen bei Biomutant. Kodiere deine DNA. Okay, liebe Leute, wir hören hier, haben wir unseren schönen Erzähler hier reden hören. Dann werden wir noch öfters hören. So, die Spezifälen, die Urläufer, sind eine sehr gewandte anthropomorphe Spezies. Als Hybrid hat die Regiemodifizierung sie flink und wendig gemacht. Anders kosten Höhe des Intellekts. Was haben wir hier? Gehören die Dumdon zu den wenigsten entwickelten. Ihre Hybriden kompensieren mentale Schwächen mit Körperkraft. So, die Rex sind außergewöhnlich weit entwickelt anthropomorphe Spezies. Den Erstrang dieser verstoßenen Hybridwesen hat ihre physischen und mentalen davon gleichmäßig angepasst. Die hören sich eigentlich gut an, Mann. Oh, der sieht putzig aus. Oh, das ist mein Freund, Mann. Die sind anthropomorphe Spezies mit regenerierten Eigenschaften. Eine Gimmelzahl hat die Hybridwesen extrem robust und widerstandsfähig. Wir machen den, der sieht ja so gangstermäßig aus, Mann. So, Flip. Ist bekannt für hohe entwickelten Verstand. Geniale Geist, verflochten mit den KI-Kräften, hat ihre psionische Kräfte noch verstärkt. Wir sehen ja auch übrigens mal unsere Stats, nur so hier, okay, da geht Intellekt ein bisschen nach unten, aha. Also das ist natürlich das Standardmännchen, aber wir nehmen den da, Mann, der sieht ja so cool aus, Mann. Schau dich den an, Mann, den müssen wir nehmen, Mann. Der sieht ja so cool aus. Healer. So, lege die
Anfangsattribute deines Charakters fest, um genauer der Beschreibung. Okay. Definiere deine genetische Struktur. So, Vitalität. Bestimmt wie viel Gesundheit. Klar, Gesundheit. Diese Werte erhöht sich in den Stufen aufsteigst. Vitalität. Deine Gesundheit regeneriert sich außerhalb von Kämpfen. Okay, Rüstung sollte auch klar sein. Stärker. Nahkampfschaden. Klar, ist auch klar. Intellekt. Wie viel KI-Energie du hast, das wäre auch ganz interessant. Bestimmte Menge an Schaden. Okay, aber wir sind jetzt eher nicht auf dieses Ding. Ja gut, dann kriegen wir das schon. Schauen wir. Oh, schau ich so. Oh, Vitalität. Sieht nicht so hübsch aus. Also ich könnte jetzt hier, wie gesagt, mich in eine Ecke weiterziehen. Ich würde mich jetzt so in die Ecke hier skillen. Sinkt meine Agilität ein bisschen, aber komm Leute, wir sind robust, Mann, wir sind ein freches Viechchen. Widerstandskraft. So. Und alles eben auf Kosten von anderen Sachen. Tja, jetzt ist nur die Frage, was von den Dingen lohnt sich am ehesten. Kälte? Ich würde sagen, Biogefahr. Biogefahr, wenn wir Biomutant spielen, hört sich irgendwie interessant an, oder? Ja. Mach mal Biogefahr. Wähle deinen Fellstil. So, jetzt kommt die wichtigste Frage, wie wir aussehen. Nee, das ist langweilig. So, das sieht gut aus, das gefällt mir. So, mit diesen Streifen, das sieht cool aus. Ihr wisst ja, das ist das wichtigste Charaktereditor. Na, so nett, so, so. Bestimme deine Hauptfarbe. Definitiv irgendwas Blaues. So, oh ja, yeah, das gefällt mir. So, oh, der sieht cool aus, Mann. So. Ich hab's schon kommen, wir werden erstmal eine Stunde im Editor bleiben. Und dann rot. Na, aber das Rot, das gefällt mir nicht. Oder machen wir schwarz? Machen wir hier? Ja, jetzt sehen wir cool aus, Mann. Warte, warte, so. Nicht ins Grünliche, schon ins Rötliche, so. Oh, wir sehen richtig verbrechermäßig aus. Der gefällt mir. Eine Klasse. So, schaust du, das haben wir schon wieder 10.000 Klassen, oder? Trickreiche Gauner, die ein Leben außerhalb der Gesellschaft werden. Was haben wir hier? Dein Fehlkampfschaden erhöht sich nach kleiner Nichtsmotionen 20% mehr Schaden. Angriff auf Fehlkampfschaden fügt 10% mehr Schaden zu. So, Megahirn. Dein KI wird um 20% erhöht. Das ist natürlich doof, weil ich davor das nicht gemacht habe. Also ein Funkenball abfeuern, okay. Oh, mit der Jacke, Mann! Wächter. Grundrüstung erhöht sich um 10%. Ich würde aber jetzt fast das nehmen, oder? Das Kommando. Das hört sich, damit wirst du einen Ball in die Richtung, die schaust und fügst den getroffenen Gegner Schaden zu. Das hört sich cooler, Mann. Psy-Freak ausgewählt. Okay, liebe Leute. Dann unser Psy-Freak. Wir sehen aus wie ein verrückter Doktor, würde ich sagen. Legen wir los, oder? Gute Wahl. So, okay. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin das Licht, deine helle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein. Ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Wenn du mich fragst, scheinst du eher lichttrunken zu sein. Aber du siehst es schon noch ein, irgendwann. Doch am Ende wirst du wieder zur Vernunft kommen. Also, hör lieber auf deine Instinkte. Gegen deine Natur kommst du nicht an. Deine Natur? Und ich dachte, hier geht es um natürliche Auslese, das Überleben des Stärkeren und so weiter. Wenn das keine Instinkte sind, dann weiß ich auch nicht. Die natürliche Auslese dreht sich um Fortschritt durch Evolution. Sobald das Licht hell genug strahlt, wird die Dunkelheit verschwinden.
Okay, also, wir haben erstmal den guten Weg genommen. Das Gute ist rechts, dann würde ich mal sagen, gehen wir rechts. Diese Entscheidung. Rechts ist immer das Rechte. Das war aber eine schlaue Aussage, Herr Kommentator. Ihr wisst ja, wir nehmen immer den rechten Weg. Oh. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Hallo? Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Okay, damit haben wir Federflug. Oh. Das scheint ihn nicht allzu sehr zu interessieren. So. Ah, warte mal. Oh, wir wollen ihm schauen. Wir wollen ihm ja richtig hart schauen. Was ist das? Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Ja! Das war ein netter Kampf. Das ist ein Kampf aus dem Intro gewesen, auch aus dem ersten Trailer, den man hier gesehen hat. Okay. Das war fieses Viech. Am besten wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Oh oh, oh oh, oh oh. Sehr schön. Naja, jetzt sind wir seine Waffe. Oh, okay, Spinnen. Ich der liebe Räuber Spinnen. Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren. Und der Baum des Lebens begann zu sterben. Bewege dich auf ein Ziel, um einen Nahkampfangriff zu zielen, okay? Richtig, kann man auf einen Gegner, um einen Fernkampfangriff auf ihn zu zielen. Er hat seine Fernkampfwache nachzuladen. Okay, das hat mich vorher schon gewundert. So, hatte wir gleichzeitig gedrückt mit L2, okay. Okay? Okay. Bangarang. Vector! Boah, wie stylisch der Hüpfmann. So, warte mal. Und? Der Meister der Elektrizität bin ich! Ja. So, ihr seht, jetzt haben wir den schön betäubt und dann einen Konter hier ausgeführt. So, okay, diese Ratten sind jetzt auch nicht so das Schwerste. Und weg da. So, ich weiß noch nicht, was das Symbol hier bedeutet. Ich glaube einfach, ach, dass die Gegner tot sind. Das ist einfach nur ein Indikator dazu. Okay, nettes Spiel. Ich dachte Ratten, dann halt Spinnies. Was immer. Was man immer schon sehen muss, die Welt ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr düster. Wie gesagt, Endzeitwelt, das sieht man im Endeffekt schon. Aber genau, was hier passiert ist, das hat man noch nicht erfahren. Und ich hoffe, da können wir noch ein bisschen mehr erfahren von meinem guten Doktor. Der brutale Doktor bin ich. So.
Okay, was haben wir denn hier? Elektrisches Modul, Waffenzusatzteil. Du hast ein Spezialeffektzusatzteil für Waffen gefunden. Bring es zu einem Fernkampfverfahren, damit die zusätzliche Schadenssatz zuführen kann. Solange die Munition reicht, gegen diese verschiedenen Waffenspezialeffekte sind einige Gegner besonders anfällig, andere wiederum setzen sie klug ein. So, also die macht jetzt Elektroschaden zusätzlich, dann machen wir Ausrüsten. Das nehmt du jetzt über ein Schnellmenü, okay, gut, dann. Hallo? Einfach nach oben hieß es doch, oder? Du hast mir angelogen, Spiel. Du hast mir angelogen. So, dann machen wir hier Ausrüstung, also, was soll man sagen? Okay, Hauptgang und Funkenhandschuh, Beine, Nebenhand. Okay, scheinbar kriegen wir das nicht hin. Leute, ich kann ja alles designen. Meine linke Schulter. Ich hoffe, da kann ich mir so kleine Gatling-Gun hinstellen. So, okay, jetzt haben wir es. Hier. Okay. Jetzt sollten wir es ausgerüstet haben, oder? Genau, jetzt seht ihr es, Elektroschaden. Okay, passt. So, dann das wird Medizin sein. Genau, das war ja, dass sich außerhalb von Kämpfen unser Leben regeneriert. Ein Gesundheitspflaster, sehr schön, nehme ich natürlich auch. Und okay. Also das ist auch ein Echtzeit, da muss man natürlich dann auch aufpassen. Das ist so das alte GTA-Ringmenü. So, kommen wir da durch. Secret Räume, oder? So, das war... Könnte mal Schule oder sowas gewesen sein. Nur so. Gut, aber hier gibt es nichts. Kann man die Sachen kaputt machen? Nö. Erstmal nicht. Dann gehen wir weiter. Und klettern hier erstmal hoch. Mir gefällt unsere Doktorkleidung einfach so. Sieht so gut aus. So, und auch unser Energieball. Oh, mein kleiner... Jumpy? Okay, Jumpy verlässt uns. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren alten Weg. Oh mein Gott. Ja. Oh Leute, Mann, das Gameplay sieht ja so derbe stylisch aus, Mann. Okay, wir gehen jetzt erstmal auf den. Okay. So. Schalt es an wie der Runde vor, oh, Mann. So, gefallen die Gegner plündern. Okay, warte mal. Nö. Okay, können wir da plündern. Wo ist der Klopskerl hier? Kann ich da jetzt hin? So, da liegt er. Aber da kann ich ihn jetzt nicht mehr plündern. Ah nee, der Schlamm da ist einfach nur, dass wir sterben. So. Jetzt sind wir auch so ein bisschen schlammig, Mann, oder? Liebe Leute, wir sollten uns mal waschen. Wieso arbeiten die eigentlich zusammen, wenn ich mal so doof fragen darf? Okay, Klopskerl. Okay, ich dachte, ich kann kontern. Ich habe L1 gedrückt. Dagegen kann ich scheinbar nicht kontern. Was? Ich habe doch Kreis gedrückt. So. Ui. Knappe Sache. Unser Phoenixbreaker, schau ich an die Attacke, die ist so geil. Zack. Aber auch wenn man schießt und hüpft, das sieht so cool aus, die Animation. Ist mir schon als ich, wie gesagt, ich habe es ja sogar zweimal auf der Gamescom gespielt, zweimal dieselbe Demo, aufgefallen. Also die Animationen sind super schön, die Umwelt, es gibt so ein bisschen so, also ein paar Unschönheiten, aber doch sehr viel Schönes. Und wie gesagt, besonders so Vegetation. Ich mag halt dieses Endzeit, dieses Überwucher, das sieht halt einfach schön aus.
So. Aber die Waffe lädt aber schon arg langsam nach. Na gut, laufen wir. Auf vier Beine bewegt sich schneller. Stimmen wir jetzt einfach mal ganz dreist hin. Manche Gegner tragen große Schilder, du musst das Schild im Nahkampf für den Gegner schaffen. What? So, Schild hin. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. So, wo sind die anderen? Hä? Wollen die nochmal? Ah, da. Oh. Jetzt ballert ihn ab. Ich schloss gerade irgendwie nicht auf den drauf zu gehen. So, jetzt. Okay, du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Quests abschließt. Durch den Stufenaufstieg kannst du deine Attribute um 10 erhöhen. Außerdem erhältst du einen Punkt, in dem du Fähigkeiten mit den Feng Wu Talentmenüs freischalten kannst, um dich im Menü auszurüsten. Okay, sehr gut. Ah, ein kleines Datenpaket. So, jetzt habe ich die nämlich nicht immer gelootet. Aber die kann ich jetzt hier alle looten. Oh, verdammt, vorher habe ich die Gegner auch nicht gelootet. Kann ich den Großen looten? Nö, der Große ist schon weg. Okay. Ah doch, na, liegt dann immer. So, dann schauen wir mal hier kurz mal. Charakter! Ich sehe aus wie ein böses Meistergenie. Ich würde mal ganz dreist sagen, wir gehen erstmal am Anfang auf Stärke. So richtig ganz langweilig. Oh! Dieser Bizeps, Mann! So, unbewaffnet. Ja, was anderes kann man eh noch nicht machen. So. So, die haben wir schon alle und jetzt unsägliche Hand. Okay, das ist jetzt Kombo 4-4-Dreieck, okay. 4-4-4-Eck. X-4-Eck, das haben wir eh noch nicht gemacht. Oder zumindest habe ich es übersehen. Dann machen wir natürlich das da hier. Okay. Gut. Feng Wu-Talent, sobald du Verbesserung kannst du Feng Wu-Talent machen. Okay, haben wir jetzt aber aktuell nicht. So, also im Endeffekt 1, 2. Du kannst besser mögliche. Achso, die steht. Wenn wir. What? What? Ja, zu cool, Mann. So. Was mich aktuell noch so stört, es gibt ein bisschen aktuell wenig vom Weg, aber ich meine, das ist auch noch das Tutorial, weil ich meine, wir finden zwar immer wieder Türen oder Abzeugen, aber da ist immer nichts. Und ich bin ja ein alter Looter, ihr wisst es ja. Ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Ein Brecheisen. Jetzt geht's los. So, wo sind die Tresore? Wo gibt's hier einen Tresor? Was können wir stehlen? Ich glaube, in der Endzeit bringt einem das Geld nicht so richtig viel, oder? Und dafür habe ich das für hier habe ich das Brecheisen, oder? Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Kralleisen? Klar, wenn man es nicht nutzt, woher soll man den richtigen Namen wissen? Blup. Autsch. Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt, ich mein's ernst. So, Katzensprung. Zack. Die Musik ist auch sehr schön, was wir hier gleich mal zu Anfang hören. Hat so schön melancholisches. Oh, okay, und das sind jetzt die Radioaktivitäten, oder? So, interessant ist nur zu wissen, dass also man immer das komplette Munition nachladen muss. Sie erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Knochen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Achso, okay, das Ding muss ich nicht kaputt machen, okay. Pang, pang. Schieß, du Drecksding!
Die Attacke von denen sieht zu merkwürdig aus. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, Mann. Das solltest du behalten. Oh, das ist aber nett. Ich dachte, die haben gerade was auf mich geschossen. So! Das würde gegen da rüberhüpfen, super. So, Bioblobs, hast deinen Bioblob absorbiert. Das sind Punkte zu freischalten von Mutationen. Du sammelst Bioblobs, indem du verschiedene Orten auf der Welt Morgs besiegst und Behälter findest. Okay, du kannst diese Bioblobs jederzeit einsetzen, um Spezialkräfte freizuschalten, indem du Mutationsabschnitt im Menü gehst. Gut. So, ich dachte erst, das Ding muss man kaputt machen, weil die Dinger da rausgekommen sind. Nö, das ist einfach nur hässlich. Okay, gut. Kein Problem. Kein Problem. Dann schauen wir mal kurz. Das ist die Map. Hier, wo haben wir es? Karte, System, Ausrüstung. Und wo kann ich meine Mutation machen? Psychisch, genau. Talente, Aura, Mutationen. Hier, so. Biogenetik, Psykräfte, Widerstand verbessern. Okay, hier gegen die einzelnen Radioaktivitäten. Das brauchen wir aktuell noch nicht. Den Funkenball haben wir schon. Achso, das ist jetzt der einzige Unterschied, dass ich einen Funkenball gehabt. Den hätte ich mir dann auch so freischalten können. Na super. Hat sich meine Klasse ja richtig geil gelohnt. Hätte ich lieber Munition-Ding gehabt. Okay. So. Mottenmund. Drücke die Taste, um die Fähigkeit gelegt. Dadurch wird jeder kleine humanoide Gegner Test sofort infiziert. Okay, Psykräfte. Den kann ich aber nicht upgraden, den Funkenball, oder? Also, okay, das wird dann später noch wichtiger, dass wir hier... Das lassen wir jetzt erstmal. Dass wir hier dann unsere einzelnen Skills upgraden können. Also, da hätte ich jetzt nicht meinen Dr. Robotnik hier nehmen müssen. Aber okay, dafür sehen wir wie ein böses Meistergenie aus. Und ich meine, das alleine ist schon so super. Das alleine zeigt schon, dass es eine gute Entscheidung war, die Klasse hier zu nehmen. So, verschwinde aus Bunker 101. Hä? Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Also im Endeffekt die Welt hier kurz erklärt, eben dieser schwarze Schlamm ist gekommen. Da kommst du nicht rein. Hey. Und die Menschen sind eben geflohen auf diesen Archen. So, du hast der Rätsel gefunden. Diese gibt es über auf der Welt, einige öffnen neue Wege, andere bieten verschiedene Belohnungen. So, Knotenpunkte zu ändern. Um den Knotenpunkt zu rotieren, drücke L1 oder R1. Okay, so viel Rotation kannst du vornehmen, je höher dein Intellekt ist, desto mehr Züge stehen dir zur Verfügung. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Aber okay, gut. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein. Und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Und das ist jetzt die Welt, in der wir leben. So. Die Frage ist, sind wir... wir sind nur ein kleines Wombat-Viech, was sich immer verändert hat. Und die wahren Menschen sind schon lang weg. Funkensprühende Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen.
Draufhauen! Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Also, für heute hauen wir nicht drauf, aber dafür beim nächsten Mal wieder umso mehr, denn beim nächsten Mal macht unser kleiner, genialer, diabolischer Doktor, wie nennen wir ihn einfach? Wir nennen ihn Dr. Wombat, macht beim nächsten Mal weiter. Dr. Wombat ist beim nächsten Mal wieder da und schaut grimmig in der Gegend rum. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal vom Biomutant, haut rein und bis dahin, ciao.